Ich möchte mich daran erinnern, das war Anfang Jänner, ich glaube am 6. Jänner, als der Herr Bundeskanzler gesagt hat, er hebt das Impfen jetzt zur Chefsache. Und jeder, der weiß, wie eine Koalition funktioniert und jeder, der auch weiß, wie der Bundeskanzler in seiner Persönlichkeitsstruktur gestrickt ist, der weiß natürlich, dass egal, welche Aufträge sind, alles über den Schreibtisch des Herrn Bundeskanzlers kommt. Und ich möchte schon eines sagen, und ich finde das wirklich auch menschlich, ganz fürchterlich, wenn die stellvertretende Generalsekretärin der ÖVP den Minister Anschober ausrichtet, der jetzt aber gerade krank ist, und sie ihm quasi ans Krankenbett ausrichtet, er möge doch seine Beamten, die ihm aber eh vorher von der ÖVP aufs Auge gedrückt worden sind, das sollte man ja nicht vergessen, weil der Clemens Martin Auer ist ja ein ÖVP-Mitglied sogar, war der war der Kabinettschef von der ÖVP-Ministerin Rauch-Kallert. Also dem sozusagen einem kranken Minister auszurichten und heute gleich noch einmal nachzulegen, was er jetzt zu tun hätte, da muss ich sagen, das finde ich einfach auch menschlich wirklich schäbig. Und das hat nichts mit der Politik des Herrn Anschober zu tun. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich die kritisiere und vielleicht sogar seine lauteste Kritikerin bin, zumindest im Hauptausschuss. Das werden all jene, die da drin sitzen, bestätigen können. Aber es braucht auch eine menschliche Komponente. Und wenn ein Minister krank ist, dann hat man ihm das nicht auszurichten über die Medien. Sowas tut man einfach nicht. Und ich glaube auch, dass der Minister Anschober genau weiß, wer von seinen Beamten was tut und ob einer gut oder schlecht gearbeitet hat. Aber noch einmal, das Ganze ist ja gemeinsam beschlossen worden. Und der Bundeskanzler hat sehr genau gewusst, wie viel Geld steht zur Verfügung, wie viel Impfdosen können eingekauft werden. Und jetzt zu sagen, nur weil es in Österreich ein Chaos gibt mit den Impfungen und weil das halt nicht ganz so funktioniert, wie man sich das vorstellt, dann muss ein Schuldiger her. Zuerst war es die EU, nachdem die gekontert haben und gesagt haben, na, das stimmt so nicht, dann muss es halt der Koalitionspartner sein, weil der Bundeskanzler muss immer der Saubermann bleiben. Und diese Art finde ich so schlimm und daher auch der Titel der Sendung, was blieb vom Schulterschluss? Gar nichts, weil es offensichtlich eine Partei in diesem Land gibt, die nichts hält von einem Schulterschluss und von einer Zusammenarbeit. Und das ist die Kanzlerpartei.